Hallo. Hi. Wie sieht's denn aus? Ist Labor schon gekommen heute? Nee, das nicht. Aber ich habe mal einen Patienten für okay, dich. Okay, ja. Der Herr Freund, der war auch angemeldet. Der ist schon im Behandlung. Ich weiß, der hatte da mein Bruder. Mein Bruder muss ja eigentlich von vorne sein. Ja, Hermann Freud. Ach so, ja. Ah ja, ich rede um Ihren Bruder. Wir gehen jetzt, wir gehen mal hin. Sie können gerne mitkommen. Kommen Sie einfach mal mit. Unser Patient, der Freund, kam, weil der Hausarzt gewünscht hat, dass eine kardiologische Abklärung hier erfolgen solle. Hallo, guten Tag. Hallo. Guten Tag zusammen. Sommerfeld, ich bin hier die Ärztin. Hallo. Herr Freud, und Sie sind? Ich bin seine Frau. Sie sind die Ehefrau, Sie sind die Schwester. Ich bin die Schwester. Hat eben gesagt. Herr Freud, was ist denn mit Ihnen? Was führt Sie denn hierher zu uns? Ja, ich habe in letzter Zeit immer so ein bisschen so, ich merke, dass mein Herz irgendwann nicht stimmt und so. Man wird dann ab und zu mal schwindelig, ein bisschen schwarz vor den Augen. Was heißt denn mit dem Herz, irgendwas nicht stimmt? Was meinen Sie? Ja, ich weiß nicht. So, also ich habe irgendwie für letzte Zeit, dass mein Herz nicht so arbeitet. Wie soll. Enge Gefühl, ja, Brustbereich. Auch, ein bisschen. So ein bisschen. Jetzt im Moment ist das nicht. Ja, im Moment geht es jetzt wieder. So. Okay. Sind denn bei Ihnen irgendwelche Vorerkrankungen bekannt? Nein, haben Sie Zucker, gar nichts. Hohen Blutdruck? Nein, überhaupt nichts. Hohe Blutfette? Ich nehme überhaupt nichts. Ich lebe an und sich gesund. Ja, das ist das Nächste. Aber Sie nehmen auch, Sie haben auch keine sonstigen Nein, Erkrankungen? Keine. Nein, gar keine. Rauchen Sie? Nein. Alkohol? Nein. Also in der Anamnese sind eigentlich keine direkten kardialen Beschwerden bekannt, sondern es ist so ein diffuses Bild bekannt an Symptomen. Also ein bisschen Luftnot, ein bisschen Abgeschlagenheit, aber nicht direkt jetzt kardiale Symptome. Dennoch nimmt Dr. Silvia Sommerfeld die Befürchtungen ihres Patienten ernst und lässt Hermann an ein Elektrokardiogramm anschließen, um die Herztätigkeit des Gärtners zu prüfen. Sie nehmen auch keine Drogen, also Medikamente? Nein, gesagt, gar nicht. Keine Drogen, gar nichts, ob das will. In der Richtung auch nichts. Nein, gar nichts. Will, also keine Drogen. Frau Ruppe, ich wollte was sagen. Ja, ja. Seid aber ruhig. Ja, Hermann, ich wollte einfach mal was sagen. Frau Doktor, Ihre Arbeit machen, Sie macht das schon. Als die Ehefrau da ihren Beitrag mitteilen wollte während der Anamneseerhebung, hat er sie ziemlich massiv unterbrochen und abgeblockt. Also das war schon etwas merkwürdig gewesen. Hier auch noch mal. Hier erholt sich's wieder ein bisschen. Siehst du? Ja. Ja. Okay. Eindeutig. Da sind Veränderungen im EKG. Veränderungen. Kann doch gar nicht sein. Ja, doch. Im EKG gab es Zeichen dafür, dass sich in der Vergangenheit ein Herzinfarkt, ein klinisch dummer Herzinfarkt, ereignet haben könnte. Wir machen als Erstes jetzt einen Troponintest. Okay. Das ist ein Schnelltest. Der zeigt, ob da Enzyme, es ist ein Enzymtest quasi, ob Enzyme ansteigen, damit wir sehen, ob da in Richtung Infarkt was ist. Und wir melden jetzt auch an Untersuchungen in unserem Herzlabor. Wir müssen einen Ultraschall vom Herz, also eine Echokardiographie machen wir. Und wir machen außerdem auch ein Herz-MRT. Die Untersuchung meldest du dann noch an. Gell? Ja, mach das wäre das auch sofort. Ab und dann genau so. Okay. Gut. Wir sehen uns wieder. Bis dann. Bis gleich. Ja, von dem Gärtner, der seine Frau nicht zu Wort kommen lassen will, geht es für die Ärztin direkt zu Patientin Steffi, die für einen Check-up in der Klinik ist. Der Sportlerin geht es plötzlich sehr schlecht. Was ist denn das Problem im Moment? Ich bekomme keine Luft. Das ist ganz schlecht. Das tut auch wahnsinnig. Das hat jetzt begonnen. Ja, während der Untersuchung. Genau. Sie waren ja jetzt beim Herz-MRT gewesen. Ja. Und da hat es angefangen. Genau. Ich höre gerade mal ganz kurz auf die Lunge. Ja. Ganz kurz nur. Und mal atmen. Atmen Sie einfach mal. Und Frau Sanders, auch wenn es juckt, ganz versuchen fest, Sie mal nicht mehr dran zu kratzen, weil Ihre ganze Haut ist jetzt schon aufgegangen. Bei Ausschlägen ist es halt wichtig, dass man nicht weiter kratzt, weil man natürlich so die Haut auch noch zusätzlich verletzt. An den Stellen, wo die Haut nicht so verletzt ist, kann man mit Cortisonsalbe bearbeiten. Auch da würde man aber erstmal mit einer leichten einsteigen. Sollte so eine Reaktion natürlich stärker werden, muss man natürlich anders agieren. Die Lunge ist ganz frei, da ist überhaupt nichts Auffälliges. Ja. Und nicht so da dran gehen jetzt erstmal. Wir können ja mal irgendwas geben, dass der Juckreiz aufhört. Geben wir mal Fenistil. Und wir ziehen auch mal ein Antihistaminikum auf, bitte.
Sind bei Ihnen Allergien bekannt? Pollenallergie, ja. Eine Pollenallergie. Ja. Sie hat uns ja auch gesagt, dass sie beim Aufklärungsgespräch nicht richtig zugehört hat, weil auch da hätte sie ja eigentlich ihre Allergie angeben müssen. Sie hat das auf ihre Aufregung geschoben, was ich auch verstehen kann. Aber so ein Aufklärungsgespräch ist halt extrem wichtig. Und gerade Vorerkrankungen, Allergien und Medikamente sollten immer vorher vom Patienten erwähnt werden. Sie haben ja jetzt für die Untersuchung ein Kontrastmittel bekommen. Ja. Das ist jetzt allerdings ein Kontrastmittel, was kaum allergische Reaktionen auslöst. Also wirklich ganz, ganz selten, in 0, noch was Prozent. Deswegen bin ich da eigentlich gar nicht so sehr beunruhigt. Versuchen Sie mal einfach ganz ruhig zu atmen, ganz ruhig. Und ohne sich auch so aufzuregen. Das ist eigentlich nichts Schlimmes. Also zur Not können wir Ihnen auch was spritzen, ja. Aber... Ich denke, das wird gar nicht so unbedingt nötig sein. Ja, ich habe Angst, meine Oma, die ist herzerkrankt. Und ich habe Angst, dass ich auch herzerkrankt bin. Je mehr Sie natürlich Angst haben, desto mehr steigern Sie sich auch in diese Situation rein und desto schlimmer wird es. Und desto mehr verursachen Sie auch Stress. Sehr Stress für den Organismus. Die Angst, die Sie da entwickeln, in Anbetracht der Oma, ich verstehe das ja, aber das ist... sehr, sehr unbegründet aus meiner Sicht. Wir warten noch das Ergebnis von der Untersuchung ab, aber ich erwarte da überhaupt nichts Negatives, weil die Leistungen, die Sie im Sport bringen, das würden Sie nicht hinkriegen, wenn da irgendwas mit dem Herz nicht in Ordnung wäre. Ich bin da sehr, sehr zuversichtlich. Ja. Also mehr Aufregung, ja? Ist mehr Aufregung. Für Aufregung dürften auch die Untersuchungsergebnisse sorgen, die Dr. Sommerfeld später für Patient Hermann bereithält. Dabei soll der 52-Jährige doch eigentlich einen sehr gesunden Lebensstil pflegen. Hallo. Guten Tag. Hallo. Hallo. Herr Freud, wie geht's Ihnen? Ja, soweit geht's jetzt wieder. Soweit geht's ganz gut, ja. Ich habe eine Sache, die ich Ihnen sagen muss. Wir haben ja diesen Schnelltest gemacht. Das ist ein Enzymtest, dieser Troponintest. Ja. Und der spricht in der Tat dafür, dass Sie einen klinisch stummen Herzinfarkt gehabt haben. Alle anderen Untersuchungen, die wir gemacht haben, sind total in Ordnung. Also die Herzkranzgefäße sind in Ordnung, das Herz selber ist in Ordnung. Aber es gab in der Tat so einen kleinen Infarkt. Ein klinisch stummer Herzinfarkt ist für den Patienten ohne relevante Symptome. Das heißt, der Infarkt spielt sich ab, ohne dass der Patient es bemerkt. Er hat die ganzen typischen Symptome nicht, wie das auch jetzt bei unserem Patienten der Fall gewesen ist. Es gibt da vielleicht eine Sache und so weiter, aber die möchte ich gerne mit der Frau Ärztin, Frau Dr. mal allein unter die Augen machen. Hermann, ich glaube, also wir... Das ist nicht dein Ernst. Das ist mir jetzt, da möchte ich gerne. Würden Sie bitte mal kurz rausgehen? Ich bringe Sie eben raus. Ja, wir holen Sie dann auch wieder. Sonst haben wir uns doch auch immer alles gesagt. Ja, aber da möchte ich gerne mit der Frau. Kommen Sie, wir gehen mal kurz raus. Wir holen raus, Sie nachher wieder. Ja. Ja? Okay. Der Herr Freund wollte ja dann mit der Ärztin alleine sprechen und ich konnte das gut verstehen. Er hat dann seine Schwester auch rausgeschickt. Die war natürlich etwas verwirrt, aber manchmal müssen halt Patienten auch den Ärzten was alleine erzählen. Also es ist ja auch, auch unter Geschwistern, dass man eine Privatsphäre trotzdem hat. Ja. Dann gehen wir einfach mal kurz raus. Ich verstehe nicht. Ich verstehe das nicht. Wir haben ein super Verhältnis. Wir haben uns immer alles gesagt. Ich kann Ihnen da jetzt auch gar nichts zu sagen. Vielleicht versuchen Sie in einer ruhigen Minute noch mal mit ihm zu sprechen. Ja, aber auch mit seiner Frau, mit Verena, das war doch total seltsam. Ich fand das komisch. Irgendwas wollte die uns doch sagen. Und die haben ein super Verhältnis normalerweise. Das ist schon komisch. Da hat man schon irgendwie gemerkt, dass da so ein bisschen... Also, versuchen Sie einfach nachher noch mal mit ihm zu sprechen. Ich mache auch mit Drogen. Also, ob da irgendwie... Wo ist dein Mann? Ja, der ist mit der Ärztin. Der hat mich rausgeschickt. Was? Also ich verstehe das nicht. Sag mal, oder nimmt der Drogen, der Hermann? Ich mache mir echt Sorgen. Verena. Oh, mir ist schlecht. Los mit Ihnen. Kannst du kurz kommen, mir helfen? Okay. Nehmen Sie mal kurz den Kaffee. So, legen Sie sich mal kurz bitte hin. Einmal was hinlegen. Passiert? Oh, das ist irgendwie umgekippt. Legen Sie sich mal kurz bitte hin. Einmal auf den Rücken. Genau. Oh. Rein ein bisschen hochlegen. Als Frau Freund dann davon irgendwie mitgekriegt hatte, dass eventuell Drogen im Spiel waren, da reagierte die ganz komisch und ist dann sogar umgekippt. Also irgendwie, irgendwas war da komisch an der Situation. Ja. Geht's wieder besser? Ja. Verena, was ist denn jetzt? Es geht schon gut, ja. Okay.
Wollen Sie bitte kurz Verena, was ist denn jetzt los? Langsam. Versuchen Sie mal ganz langsam aufzustehen, dann setzen Sie sich mal auf den Stuhl. Versuchen Sie mal langsam hoch. Sie gehen Sie einmal ein bisschen weg. So, langsam hoch. Langsam auf. Genau, erstmal hinsetzen. Und dann setzen Sie sich erstmal hin und mal tief durchatmen und trinken Sie auch mal einen Schluck Wasser. Ich hole mir auch mal eben ein Schlückchen Wasser, okay? Ja. Verena, was ist los? Ich verstehe das nicht. Jetzt kippst du mir ja auch noch aus den Latschen. Was? Was ist das? Trinken Sie mal eben einen Schluck Wasser. Hat dieser. Noch nicht. Hat diese Drogen mit sein Herz zu tun? Das ist ja nicht. Nee, aber wenn er was nimmt, was wir nicht wissen, dann kann das natürlich was damit zu tun haben. Okay, jetzt muss ich zu Hermann. Ja, wir fragen mal eben nach, ja, ob er rein kann. Ja? Ja? Doktor? Kann die Frau von Herrn Freud mal eben reinkommen? Sie hätte irgendwie was kommen zu sagen, Sie. Unbedingt. Mhm. Kommen Sie wohl. Hermann, hast du was erzählt zu Frau Doktor? Hast du schon erzählt? Ja. Was erzählt? Also es reicht mir jetzt. Was habt ihr hier? Was nuschelt ihr hier? Was heimlich? Was ist los? Was ja, denn? Er ist leider impotent. Ich bin nicht impotent. Ja, aber was ist jetzt? Kommst ja, gut, jetzt ist er impotent. Aber was? Warum, wenn er impotent ist, was hat das jetzt ich damit zu tun? Nicht ich verstehe es nicht. Ich kriege ab und zu mal keinen Hof. Ja. Ich bin ja nicht impotent. Also wir haben eben über das Thema gesprochen. Das ist sicher ein Thema, was auch sehr belastend ist für die Beziehung und wo man auch wirklich mal schauen muss, was man macht. Ja. Aber was ich auch sehe, möglicherweise ist da auch der Zusammenhang, ja, dass sich das aus dieser Herzgeschichte ergibt. Ja. Also da kann es schon, sind ja Durchblutungsgeschichten auch, und da kann durchaus ein Zusammenhang auch sein. Aber jetzt frage ich mich trotzdem, warum haben Sie das? Es gibt ja eigentlich überhaupt keinen Grund, warum Sie da jetzt einen Herzinfarkt bekommen sollten. Ja? Ich sehe keinen. Ich muss noch was sagen, erzählen. Und zwar, ich habe da eine Empfehlung von einer Freundin. Sie hätte ihrem Mann auch verabreicht einer so für die Potenzstärkung. Was hat sie verabreicht? Und deswegen, ich habe ihm Sie haben ihm was verabreicht. Tut mir leid, tut mir leid. Ja, du kannst mir nicht einfach da irgendwas verabreichen, wo ich nichts von weiß. In diesem Moment kommt Schwester Amelie mit den Ergebnissen aus dem Labor. Die Ärztin ist erschüttert, als sie erkennt, was Verena ihrem Mann zur Steigerung seiner Potenz untergejubelt hat. Also mittlerweile gibt es jetzt wirklich auch ein Bild und wir haben ja auch hier den Laborwert jetzt. Ja. Sie haben tatsächlich erhöhte Amphetamine im Blut. Amphetamine gehören in die Gruppe der Betäubungsmittel. Also das ist schon heftig, wirklich. Das muss ich jetzt schon mal sagen. Also, da muss man wirklich nochmal drüber reden. Also sowas geht in der Tat absolut überhaupt gar nicht, ja. Und das, das ist auch die Erklärung, das ist der Hintergrund dazu. Diese Amphetamine, das sind Aufputschmittel auch, ja. Die wirken total wachmachend, die setzen den Körper in einen Dauerstress, ja. Und dieser Dauerstress führt zu sowas wie im extremen Fall dann zum Herzinfarkt. Also das Kannst ist schon... Kannst du mich bitte entschuldigen? Tut mir leid. Frau Freund hat ja dann dem Herrn Freund Potenzmittel ins Essen gemischt und das geht nun mal gar nicht. Also sie wollte damit zwar wirklich nur Gutes tun, aber da hat sie wirklich übertrieben. Ja, nein. Das werde ich nie wieder machen. Ja? Das machen Sie bitte wirklich nicht mehr. Ja. Richtiger, ist man eine Empfehlung, da könnten wir da, wie wir da so die Eheberatung gehen kann oder... Gehen Sie erstmal zum Facharzt. Erstmal wirklich zum Facharzt für Urologie, dass er Sie untersucht und guckt, ob da irgendwelche organischen Veränderungen sind. Ja. Und dann guckt man weiter. Je nachdem, was er feststellt, kann man es behandeln oder er empfiehlt weiter, was zu tun ist. Also so der Reihe nach. Hermann hat sich glücklicherweise vollständig erholt und durfte die Klinik nach einer Woche verlassen. Der 52-Jährige hat seiner Frau verziehen und besucht mit Verena einen Paartherapeuten. Mit Erfolg, wie sich auch im Schlafzimmer des Paares zeigt.